Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Für dieses heutige Video habe ich mir ein paar Gedanken gemacht. Also ich habe echt überlegt, ob ich auf diesen Zug des Hypes mit aufspringe. Und zwar geht es um eine neue Foundation, die irgendwie gerade gefühlt auf YouTube in aller Munde ist. Also die wird irgendwie hoch und runter gehypt, es gibt 1000 Reviews und also egal, wenn ich YouTube öffne, sind da nur Videos über diese Foundation. Und ich habe mir echt überlegt, machst du da mit? Weil jeder ist irgendwie begeistert davon und ich denke so, wenn alle die so toll finden, muss ich die doch auch ausprobieren. Oder was meint ihr? Also, wenn ihr Lust auf dieses Video habt, dann bleibt auf jeden Fall dran und dann sage ich euch gleich einmal, um welche Foundation es sich handelt. Ich würde mich natürlich sehr darüber freuen, wenn ihr am Ende des Videos mir einen Daumen nach oben da lasst, wenn euch das Video gefallen hat natürlich. Über jeden Kommentar würde ich mich riesig freuen. Also kommentiert bitte, wenn ihr diese Foundation kennt, wenn ihr die noch nicht kennt, egal. Schreibt mir einfach irgendwas in die Kommentare. Ich freue mich einfach mit euch zu kommunizieren. Und ja. Abonniert auch sehr gerne bitte meinen Kanal, würde ich mich riesig drüber freuen, denn damit könnt ihr nur mich und meinen Kanal riesig unterstützen. Okay, also, jetzt bleibt dran, es geht los. Also ich weiß ja nicht, ob ihr euch das schon gedacht habt, aber es geht um die Foundation von Rival de Loop. Das ist diese Hyaluron Foundation, die ist echt so gerade in aller Munde. Und ja, also ich bin auf den Zug des Hypes mit aufgesprungen, habe sie mir geholt. Ich war beim Rossmann, da habe ich sie gesehen und ganz ehrlich, die kostet 3,99 Euro. Also wenn sie ein Fail ist, dann tut es nicht so weh, es ist nicht so tragisch, aber jeder ist irgendwie begeistert von ihr. Also habe ich mir gedacht, bin ich auch begeistert, ich probiere es sehr gerne mal aus. Was ich total super finde, also ich finde dieses Packaging von ihr total schön, also zeitlos, macht sich sehr gut, wenn man sie so hinstellt, ne, Frau halt, muss ja auch ein bisschen dekorativ sein, ja, also sie kommt in einem Glasfläschchen, was ich super finde und hier diese schwarze Pipette hier oben finde ich ganz toll, das einzig Negative, es gibt sie nur in 4 Farben, also es war schon echt schwer, jetzt irgendwie was zu finden, weil die 01 ist definitiv viel zu hell, also für ganz, ganz helle Häutchen. Dann die 02, 03, da habe ich so ein bisschen hin und her geschwankt, da war ich mir nicht ganz sicher, auch vom Unterton her. Und die 04 waren definitiv zu dunkel. Ich habe gedacht, ich probiere es jetzt mit der 03, das ist die Farbe Beige. Gut, also wenn sie nicht passt, ist es nicht ganz so tragisch und tut mir auch nicht so weh, weil sie eben halt nur 3,99 Euro gekostet hat. Wirklich. Was haben wir hier für eine Foundation? Also sie spendet intensiv Feuchtigkeit, kaschiert Falten und Linien. Die feuchtigkeitsspendende Foundation mit Hyaluronsäure kaschiert Unebenheiten und verfeinert optisch das Hausbild. Verfeinert optisch das Hautbild. Die Haut wirkt frischer und strahlender. Vor Gebrauch gut schütteln ist, glaube ich, auch ganz klar. Ja. Also, ich probiere sie jetzt einmal aus. Das ist auch das erste Mal, dass ich sie teste. Ich habe sie jetzt vor einigen Tagen mir mitgenommen. Und ja, ich würde sagen, wir probieren sie aus. Also, was ich jetzt vorweg drauf habe auf meiner Haut, ist einmal, das habe ich mir heute Morgen aufgetragen, von Alverde ist es dieses Q10 Karotten Gesichtsöl. Ich liebe das. Das ist mega, das ist für die Haut ab 30. Das, also ich komme mit meiner Haut damit super zurecht. Es ist, macht gleich diese ganzen trockenen Hautschüppchen weg und jedenfalls finde ich das super. Das benutze ich jeden Morgen und ja, das habe ich jetzt vorweg drauf. Ich habe mir noch einen Primer untergegeben und zwar ist das hier von Catrice, dieser Primer. Das ist der 10-in-1 Dream Primer. Den habe ich mir aufgetragen, auch nur auf die Stirn und hier ein wenig.
Und ja, ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal endlich mit der Foundation an. Einmal schütteln. Meine liebste Auftragevariante ist ja nun definitiv mit dem Pinsel. Ich nehme immer hier den Expert Face Brush von Real Techniques. Und ja, ich habe hier meinen Spiegel bereit. Also nicht wundern, wenn ich jetzt hier in meinen Spiegel schaue, weil in der Kamera kann ich mich nicht schminken. So, also sie kommt hier daher in so einer hübschen Pipette. Sie ist sehr, sehr flüssig. Ja, ich würde sagen, ich trage sie mir einmal hier so ein bisschen auf den Pinsel auf. Ich weiß jetzt auch gar nicht, wie viel. Wir gucken einfach mal. Und dann würde ich sagen, passt der Hautton schon mal ganz gut. Ich nehme mir mal eben hier so ein bisschen die Haare aus dem Gesicht und dann trage ich sie mir einmal schön auf. Also, sie ist auf jeden Fall so erfrischend schon auf der Haut beim Auftrag, das muss ich sagen. Also es ist irgendwie so ein erfrischendes Gefühl. Ich muss mal irgendwie eben so ein bisschen dichter an meinen Spiegel ran. Also sie lässt sich echt gut auftragen, verblenden, einarbeiten, aber man braucht halt ein bisschen mehr von ihr, habe ich das Gefühl, jedenfalls mit dem Pinsel, weil ich habe das Gefühl, wenn ich das nämlich auf den Pinsel gebe, das dient gleich bis zum Grund des Pinsels in die Tiefen vergraben. Aber sie lässt sich echt gut auftragen. Die riecht auch echt gut. Also sie ist nicht zu stark parfümiert, aber die riecht sehr, sehr angenehm. Gefällt mir richtig gut, so richtig schön frisch. Ich finde die richtig schön. Ich weiß nicht, könnt ihr das sehen? Die gefällt mir richtig gut. Also einmal ohne Foundation. Hier meine vergrößerten Poren und meine Rötungen. Und einmal mit Foundation. Also hier im Spiegel kommt es eigentlich sehr, sehr gut rüber. Ich weiß nicht, wie es in der Kamera rüberkommt. Aber ich bin mega zufrieden, auch mit dem Hautton, also mit diesem Farbton. Also ganz ehrlich, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Die gefällt mir richtig gut. Vor allem echt der Duft, ne? Also, ich trage sie mir jetzt mal eben kurz zu Ende auf. Und dann sehen wir uns gleich einfach nochmal wieder. Also, ich habe sie jetzt fertig aufgetragen. Ich habe sie jetzt natürlich nur mit dem Pinsel aufgetragen. Ich würde sie jetzt nochmal ein kleines bisschen einarbeiten mit dem Beauty-Schwämmchen. Aber an sich zeichnet sie sich so echt nirgendwo ab. Aber ich finde, das ist einfach, wenn man das noch so mal so ein bisschen einarbeitet, wirkt es echt noch natürlicher. Aber ich finde, die wirkt so schon mega natürlich, weil die echt leicht auf der Haut ist. Und ihr habt irgendwie das Gefühl, da ist nichts drauf. Auf der Haut, die ist richtig, richtig leicht. Also, oh mein Gott, die ist echt. Das hätte ich echt nicht gedacht. Ganz ehrlich. Hammer. Ich bin mega begeistert. Was sagt ihr? Könnt ihr das gut erkennen? Also sie ist ja jetzt auch echt keine Full Coverage Foundation, ne? Das möchte ich jetzt auch gar nicht, sondern wirklich natürlich. Ihr habt echt das Gefühl, sie ist überhaupt nicht backig. Ihr habt echt das Gefühl, ihr habt nichts drauf auf der Haut. Mega. Also die gefällt mir richtig, richtig gut. Der Hype ist, ich glaube, nicht gelogen. Also ich bin mega begeistert. Die hat mich echt überzeugt. Ganz tolles Produkt und auch die Farbe. 03 Beige ist super für mich. Passt. Ja, ich würde sagen, ich mache jetzt die Base einmal noch eben fertig. Ich pudere mich ein kleines bisschen ab, nicht zu viel, weil ich irgendwie im Moment so trockene Haut habe. Trotz, dass ich auch dieses Öl benutze, aber mega trocken und. Na gut, Hyaluron, Make-up
Pasta perfekt. Ja, ich würde sagen, ich puder eben ganz kurz ein paar meine T-Zone ab, mache mir ein bisschen Bronzer drauf und dann sehen wir uns gleich nochmal wieder. So, ihr Lieben, da bin ich einmal jetzt soweit fertig mit der Base. Also ich habe jetzt, wie gesagt, die Foundation drauf. Darunter habe ich mir diesen Primer gegeben. Der gibt einfach so ein ganz, ganz kleines bisschen auch noch mit Feuchtigkeit. Und ich bin von dieser Foundation mega begeistert. Ich finde sie super. Ich bin froh, dass ich sie mitgenommen habe und sie ausprobiert habe. Also, die kann ich euch definitiv empfehlen. Vor allem auch, wenn ihr trockene Hautstellen habt, ist die super. Ne? Also gut, so ein paar müsst ihr halt eben auf jeden Fall eine feuchtigkeitsspendende Tagescreme untergeben. Aber von mir gibt es auf jeden Fall einen klaren Daumen nach oben für die Foundation. Ich finde sie super und ich werde sie auf jeden Fall weiter benutzen, weiter testen. Und ja, also erster Eindruck auf jeden Fall mega top. Ja, das war's schon mit meiner kurzen Review zu der neuen Foundation von Rival de Loop. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich habe mir jetzt überlegt, ich möchte einfach gerne wieder ein paar mehr Schminkvideos machen. Das macht mir mega Spaß und ja, ich hoffe, ihr habt da auch Lust zu und seid dabei. Und ich habe noch so ein paar Lidschattenpaletten, die ich gerne mit euch testen möchte, ausprobieren möchte. Und ja, wenn ihr Lust habt, dabei zu sein und kein Video mehr von mir verpassen wollt, dann auf jeden Fall bitte einmal meinen Kanal abonnieren und vergesst einmal nicht, die Glocke mit zu aktivieren, weil dann kriegt ihr auf jeden Fall immer wieder eine Benachrichtigung, wenn ein neues Video von mir online ist. So, also genug gesabbelt oder genug geschnattert und ich wünsche euch allen einen wundervollen Tag. Bleibt mir alle gesund und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.